Hey Leute, willkommen zum heutigen Video über den Conti Road Attack 3. Ich habe eigentlich ein Profiltiefenmessgerät, aber es sind knapp über 7 mm neu. Profil mittig, seitlich sind es irgendwie weniger, aber das stört auch nicht weiter. Ich habe ihn gestern frisch aufziehen lassen und bin direkt heute schön auf ein Abo-Treffen zügiger gefahren, habe extra ein bisschen provoziert, wie viel der Grip und die Traction-Skin ausprobiert und Hammer, nicht einen kleinen Versetzer, gar nichts gehabt. Ein Top-Sport-Touring-Reifen ist eigentlich das Fazit, was ich sagen kann. Etwas unagiler als der M7R Sportreifen, dafür liegt er stabiler, hat aber ein stärkeres Aufstellverhalten und fährt sich allgemein deutlich komfortabler, was Rüttelpisten und alles angeht. Sprich, gepaart mit dem weichen Fahrwerk von der MT-07 hält es sich echt deutlich länger aus. Auf längeren rüttelhaltigen, einfach Strecken, die nicht ganz so bequem sind zu fahren, aus. In Nässe ist das sowieso gut. Ich hatte eine Stelle, da bin ich mit gut 30 Grad Schräglage und 100 km/h über eine trockene Fläche und dann plötzlich auf der nasse Fläche gefahren und der Reifen hat super gehalten. Sollte ein bisschen besser als der M7RR sein, eher schmaler vom Bild, also er schaut nicht ganz so weit raus über die Flanke, was ich Conti sagen könnte, die könnten eventuell seitlich noch einen Slick-Bereich einführen, so wie der Michelin Pilot Road 5. Und dann würde die Karre noch mehr Schräglagenbeschleunigung, also keine Ahnung, in der Schräglage könntet ihr dann noch kräftiger beschleunigen und hättet noch ein bisschen mehr Grip eventuell und eventuell den Sport-Touring-Reifen noch ein bisschen weiter wegziehen, was aber nicht unbedingt nötig ist, weil der extrem steil seitlich abfällt. Ich muss sagen, in hohen Schräglagen ist der hier etwas nervöser zu fahren als der M7RR, aber er liegt immer noch sehr, sehr satt auf der Straße und ich kann ihn generell empfehlen. Das soll auch schon Reifen-Review gewesen sein. Ihr seht, der ist auf Kante gefahren, aber das ist gar kein Indiz dafür, wie gut er ist. Einfach nur, dass er gut funktioniert. Das Aufwärmverhalten ist relativ gut. Im Alltag stattfahren wird er nur mittig hier warm und ansonsten halt nicht. Der Reifen hat noch das Easy Handling. Das Easy Handling bedeutet einfach, dass ihr in knappen Kurvenradien ein extrem sicheres Gefühl habt. Und durch den 0 Grad Stahlgürtel habt ihr verringerte Kickback-Neigung. Das ist das, wenn der Reifen in hoher Schräglage anfängt, sich zu widersetzen und Lenkerflattern anfängt. Besonders bei Naked Bikes wichtig und beim Vorderreifen. Das hat der Reifen so gut wie gar nicht, eben durch den 0 Grad Stahlgürtel. Und er hat Wet Grip-Technologie, sprich einen deutlich besseren Nassgrip als sein Vorgänger, der Conti Road Attack 2 Evo. Ich würde den Reifen eher auf der sportlichen Sporttouring-Seite sehen, also alle, die ihn M7RR im Alltag nicht gebrauchen können, könnten eventuell mit dem Reifen glücklich werden. Ich bin es bisher. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ja, ich werde euch sagen, wie lange er hält. Das ist wohl am interessantesten. Und ja, der Reifen, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, ist kein Mehr. Komponentenreifen, Compound-Reifen, keine Ahnung, wie man das übersetzt, der hat einfach nur eine Schicht an Gummi. Er ist einfach durch dieses Conti-Hitzeverfahren so gefertigt, dass er mittigen, härteren, eher abriebfesteren Bereich hat für mehr Laufleistung und seitlich halt diesen weichen Gummi, den ihr auch seht, der echt gut aufbröselt bei wärmeren Temperaturen. Sprich, der Reifen entwickelt echt gut Grip, vermittelt super Vertrauen, ist eigentlich für Anfänger echt geeignet. Einziger Kritikpunkt, wenn ihr extrem schnell im Umlegen sein wollt, dann kauft euch einen Sportreifen, weil der hier ist nicht ganz so agil wie ein Sportreifen, hat ein bisschen Aufstellmoment, wenn ihr auf die Bremse geht oder Kurvenradien oder sonst wie korrigieren wollt. In dem Sinne verabschiede ich mich von dem Video. Dankeschön fürs Schauen.